das Publikum. Ich dachte, ich würde hier mit einigen stolzen Sheriffs stehen, aber das ist wunderschön. Es ist super heiß hier. Ich liebe die Hitze. Ich bin begeistert, wieder in meinem Heimatstadt Florida zu sein. Florida, heute fühle ich mich geehrt. Die Unterstützung von Tausenden von unglaublichen Sheriffs aus Florida zu erhalten. Die Sheriffs werden sich freuen zu hören, dass wir gerade die Unterstützung von vielen Polizeiorganisationen in den ganzen Vereinigten Staaten erhalten haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine andere Seite unterstützen, so wie die Dinge laufen. Ich würde denken, dass das eine gute Bestätigung ist. Meinen Sie nicht auch? Heute Morgen war ich auch dankbar, andere großartige Strafverfolgungsbehörden zu treffen. Sie kamen ins Weiße Haus. Es gibt eine große Liebesbeziehung zwischen uns und den Strafverfolgungsbehörden und besonders hier in Florida, dem Bundesstaat, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich kenne die Herren hinter mir und sie haben fantastische Arbeit geleistet. Solange ich Präsident bin, werde ich Ihre Polizei stets verteidigen, das verspreche ich Ihnen. Wir stärken die Polizei, wir werden unsere Polizei verteidigen und wir werden unsere Helden der Strafverfolgung mit Mitteln ausrüsten und mit dem Respekt, den sie so reichlich verdienen. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir heute nicht nur gute Freunde hier haben, sondern auch einen Mann, ein großer Gouverneur, ein großer Senator, Rick Scott. Rick Scott, ich danke Ihnen. Alex Azar, Sie geben uns langsam sehr gute Noten, nicht wahr? Haben Sie das auch schon bemerkt? Wir bekommen sehr gute Noten für die Arbeit zu diesem China-Virus. Ich hätte nie hierher kommen sollen. Sie hätten nie zulassen dürfen, dass das passiert. Wo ist denn Rick und wo ist Alex? Wo sind die beiden? Sie sind irgendwo hier. Hier sind sie. Hallo Jungs und gute Arbeit, Alex. Stolze Sheriffs, Polizeichefs, alle aus diesem unglaublichen Staat. Wir wissen es zu schätzen, dass sie hier sind. Im Laufe des heutigen Tages werden Gouverneur DeSantis, Senator Scott und ich an einigen Informationsveranstaltungen über Floridas Kampf gegen den China-Virus teilnehmen. Meine Regierung beobachtet auch den Hurricane, der sich der Küste Floridas nähert. Ich muss Ihnen nicht sagen, was dahinter steckt. Ich gehe jetzt, er ist nicht mehr weit entfernt. Ich muss hier schnell weg. Naja gut, dann haben Sie noch viel Glück und einen schönen Abend. Aber wir werden alles Notwendige tun, um Florida mit diesem Sturm zu helfen. Ich schätze, es wird ein ziemlich heftiger Sturm werden. Aber eines weiß ich, nachdem ich 3,5 Jahre lang das hier getan habe. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Sobald dieser Sturm aufkam, unterschriebe ich Notrationen, noch bevor Rick und Ron überhaupt mich darum bitten konnten. Sie fragten sehr schnell, alle beiden. Ich kann es Ihnen sagen, ich habe vollstes Vertrauen in Ihren Gouverneur. Er macht eine fantastischen Job und ich habe vollstes Vertrauen in die Stärke und Belastbarkeit dieses unglaublichen Staates und der unglaublichen Menschen meiner Freunde in diesem Staat. Ich danke Ihnen. In den letzten 3 Monaten wurde unsere Nation Zeuge eines entsetzlichen Kampfs gegen die amerikanische Strafverfolgung und auch gegen die Ordnungskräfte. Unglaubliche Leute und es ist sehr, sehr unfair und sie erhalten nicht die Unterstützung, die sie von gewählten Beamten bekommen müssen. In vielen Fällen würde das nicht nur auch als Führung bezeichnet werden. Ich glaube nicht, dass es Führung ist. Sie werden nicht zufällig gewählt, aber sie sind keine Führungspersönlichkeiten. Radikale linke Anarchisten in Portland haben die Straßen der Stadt niedergebrannt und die Strafverfolgungsbehörden mit Ziegelsteinen und Feuerwerkskörpern und sogar Sprengstoff angegriffen. Und sie sagen, Wasser. Wasser. Das ist nur Wasser. Ach wirklich? Gefrorenes Wasser in gefrorenen Flaschen, die sie durchbohrt haben. Und Lebensmittel. Und wissen Sie, sie bringen Essen. Dosensuppe. Es gibt Profis. Viele von ihnen sind Profis. Professionelle Anarchisten. Dosensuppen. Sie sagen, oh, das ist aber schön. Ist das nicht nett? Und ich frage mich, was ist das für eine Suppe? Aber es ist zum Werfen gedacht. Und wenn sie erwischt werden, sagen sie, nein, nein, das ist einfach nur Suppe. Das ist für meine Familie. Ist das nicht nett? Aber sie benutzen sie zum Werfen. Ihre Jungs verstehen das. Ich glaube nicht, dass man hier unten davon viel sieht. Aber man sieht es in Portland. Und wenn man hier unten es sehen würde, dann würden sie nicht lange fackeln. Es würde nicht lange dauern. Sie würden nicht mit der Suppe nach diesem Typen werfen.
In Jacksonville, Florida, wurde kürzlich eine Puppe in Polizeiuniform an einer Highway-Überführung aufgehängt. Das haben Sie gesehen. Das wird nicht passieren. Unterdessen haben demokratische Politiker im ganzen Land die gefährlichen Kampagnen zur Verteidigung, Diffamierung und sogar Abschaffung unserer Polizei begrüßt. Wir werden unsere Polizei nicht abschaffen. Das kann ich Ihnen sagen. Noch vor wenigen Tagen bezeichnete die verrückte Nancy Pelosi die Bundespolizei als Sturmtruppen. Sie wissen, was Sturmtruppen sind? Ja, oder? Die aufgehalten werden müssen. Sie müssen aufgehalten werden. Ihre Polizei muss aufgehalten werden. Die Anarchisten und die Terroristen und all das. Sie müssen nicht aufgehalten werden, aber sie will, dass unsere Polizisten aufgehalten werden. Das wird nicht passieren. Schlimmer noch, Joe Biden hat unsere Polizei bösartig verleumdet. Wenn er tatsächlich wüsste, wovon er spricht, was ich nicht glaube, nehmen Sie es nicht persönlich, denn er hat keine Ahnung, wovon er spricht. Manchmal liest er die Nachrichten und manchmal nicht. Ziemlich bald wird er nicht mehr in der Lage sein, das zu tun. Gut bewaffnete Offiziere, die ihre Arbeit tun, das Gesetz durchsetzen, sie werden zum Feind. Oh, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Sie werden zum Feind. Und dass sie das Gesetz durchsetzen, das ist schön. Als Biden kürzlich gefragt wurde, ob die Kürzung des Polizeibudgets unterstützt, schauten sie Biden an. Er sagte, ja, absolut. Aber noch einmal, ich glaube nicht, dass er wusste, was genau die Frage bedeutet. Zu kompliziert. In Bidens Einheitsplattform, die mit dem Sozialisten Bernie Sanders entwickelt wurde, dem verrückten Bernie, Sie kennen ihn. Haben Sie jemals von Bernie gehört? Er ist der einzige Kerl, den ich je gesehen habe, der verliert. Er ist ein guter Verlierer. Ich habe nie einen besseren Verlierer gesehen. Er nahm die Wahl zweimal entgegen. Aber hätte Pocahontas nicht kandidiert, Sie wissen schon, hätte er den Super Tuesday gehabt. Aber sie blieb bis zum Super Tuesday und verschwand dann gleich danach wieder. Wenn sie geblieben wäre, beziehungsweise wenn sie nicht geblieben wäre, hätte er das Rennen gehabt. Er hätte vielleicht gewonnen. Aber naja, wer weiß. Ich weiß auch nicht, ob er noch einen Lauf in sich hat. Nein, ich glaube nicht. Er sieht nicht besonders gut aus, aber er ist ein guter Verlierer. Und ich muss sagen, wissen Sie, Bernies Leute geben uns ihre Stimme. Sie wissen warum, weil sie Trump on Trade lieben, weil ich im Handel großartig bin. Sehen Sie sich an, was jetzt mit China gemacht hat. Wir haben 10 Milliarden Dollar eingenommen und bevor die Pest ausbrach, ging es uns gut. Es ging uns besser als irgendein anderes Land. Wir haben China auf allen Ebenen geschlagen. Vor 67 Jahren hatten sie das schlechteste Jahr und jetzt haben wir das beste Jahr, das wir je hatten. Unsere Wirtschaft, unsere Arbeitsplätze, ob es sich nun um afroamerikanische Beschäftigung handelt, asiatisch-amerikanische, Frauen oder hispanische Beschäftigung handelt, das war das beste Jahr in der Geschichte. Beschäftigung der Hispanoamerikaner. Wer ist hier Hispanoamerikaner? Gibt es unter uns anwesende Hispanoamerikaner? Ja, heben Sie Ihre Hand. Ja, Sie haben sich gut geschlagen, Ihren Hausbesitz und in jedem anderen Aspekt auch. Wissen Sie, man schaut sich die Leute ohne Highschool-Abschluss an, Leute mit Highschool-Abschluss, Leute, die aufs College gingen und es auch beendeten oder nicht beenden. Jede einzelne Gruppe geht es jetzt besser. Der Aktienmarkt war der beste, den es je gab. Nasdaq ist tatsächlich auch höher und wir hatten erst kürzlich die besten Jobzahlen. Wir hatten von allem das Beste. Die gute Nachricht, wir bauen unser Militär wieder auf. 2,5 Billionen. Stellen Sie sich das mal vor. Wir haben unser Militär völlig neu aufgebaut. Als ich es übernahm, war es super müde und erschöpft. Es war, naja, wir hatten Jets, Kampfflugzeuge, die 52 Jahre alt waren. Wir wurden nicht nur mit diesen Kampfflugzeugen, also ich will nicht in diesem Kampfflugzeug sitzen. Es ist mir egal, wer der Feind ist. Es ist 52 Jahre alt und wir haben neue Kampfjets, viele F-35, den Superjet. Wir haben neue Raketen, neue Panzer, wir haben ein neues Militär. Vieles davon kommt sehr bald, alles in den USA gebaut und in den USA hergestellt. Das ist sehr wichtig. Wir haben also Leute wie Bernie, die öffentliche Sicherheit neu überdenken wollen. Das ist es, worüber sie reden. Sie reden neu, über neue erfinden. Ich weiß nicht viel darüber, was Sie tun, aber eins kann ich Ihnen sagen. Ich unterstütze Sie, nicht Bernie.
Und der Grund, warum ich Sie unterstütze, ist, dass niemand auf der Welt besser ist. Sie müssen es sich nicht neu vorstellen. Sie müssen genau das tun und Sie wissen, was Sie jetzt tun müssen. Jeder Tag stehen Sie auf und gehen zur Arbeit. Landesweit ist unsere Kriminalität. Nun, das ist schwer mit Chicago und all diesen Orten, die von radikalen Linken geführt werden. Aber unsere landesweiten Zahlen sind die besten, die wir je gehabt haben. Sie wissen einfach, was Sie tun. Wir haben sehr gute Verbrechenszahlen. Das ist ziemlich erstaunlich, wenn man Orte wie Portland, Seattle und Chicago dazu zählt. Aber so ist es nur einmal. Aber Sie haben Radikale wie die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Das ist eine Schönheit, nicht wahr? Ein echtes Prachtstück. AOC nenne ich sie. Ich nenne sie AOC plus 3. Ilhan Omar. Sie liebt unser Land nicht. Das wird mich in Schwierigkeiten bringen. Ich werde nicht sagen, was Sie gesagt haben. Das letzte Mal, als das passiert ist, wurde ich stark kritisiert. Erinnern Sie sich daran? Also wir sagen es nicht, aber Sie wissen, was ich meine. Und Rashida Tlaib, das ist eine andere. Das ist großartig und Sie alle beabsichtigen, Polizeidienststellen aufzulösen. Das ist es, was Sie tun wollen. Sie wollen die Polizei, Biden und Bernies Manifest auflösen. Also wissen Sie, ich nenne es ein Manifest. Es ist ein Manifest, aber es ist irgendwie merkwürdig. Das ist weiter links, als Bernie je war. Wenn man sich das ansieht, offene Grenzen, keine Verfolgung von Kriminellen, sofortige Bildung für illegale Ausländer, Gesundheitsfürsorge für illegale Ausländer, wenn unsere eigenen Leute sie noch nicht mal mehr bekommen. Das ist verrückt. Aber es ist weiter links, als Bernie jemals war. Und das ist eine Katastrophe. Und verbietet sogar Fracking. Vergessen Sie die Energie. Die Energiekosten hier werden weit nach oben gehen. Vor 2 Tagen war ich in Texas. Ich sagte, wissen Sie, Bernie will Fracking und Öl verbieten. Sie sagten, oh, das wussten wir nicht. Ich denke, wir werden für Trump stimmen. Ich denke, gegen Öl und Gas zu sein, das ist nicht gut in Texas. Finden Sie nicht auch? Oh, und Sie sind auch gegen Waffen. Und da kommt Florida ins Spiel. Sie wollen den zweiten Zusatzartikel loswerden. Eines der unerwarteten Dinge, die passieren können. Aber Sie würden sofort auf den zweiten Verfassungsschutz zurückgreifen. Und ich schütze Ihren zweiten Verfassungszusatz. Ich schütze ihn voll und ganz. Biden unterstützt tödliche Zufluchtsstädte, in denen gefährliche Kriminelle auf die Straße gelassen werden. Sie schützen Fremde mehr als Staatsbürger. Sie schützen Kriminelle und Biden stellt die Todesstrafe ab, sogar für Polizistenmörder und Kindermörder. In Boston, wo dieses Tier lebt, das während des Boston-Marathons so viele Menschen getötet hat. Sie haben gerade seine Verurteilung zur Todesstrafe an die Vorinstanz zurückgeschickt. Das ist lächerlich. Stellen Sie sich das mal vor, es ist lächerlich. Unter der letzten Regierung wurden die Mittel für die örtliche Polizei um Millionen Dollar gekürzt. Und jetzt reden Sie über eine viel größere Kürzung. Prozent der befragten staatlichen lokalen Vollzugsbehörden berichten über einen Rückgang der Bundesmittel. Und MS-13 durfte während der letzten Regierung in unseren Städten wild um sich schießen. Wir haben aber Tausende und Abertausende von MS-13 aus unserem Land gebracht und zurück in die Hölle. Und jetzt ist die Mauer bis zu 267 Meilen lang. Sie sprechen aber nicht mehr darüber. Man hört nichts mehr darüber in den Medien. Früher war es das größte Thema, was es überhaupt gab. Und jetzt will ich, dass es mal in den Nachrichten kommt, aber die Fake News wollen nicht über die Mauer reden. 267 miles. We built 267 miles. They don't talk about it. You never hear about the wall anymore. Die Mauer hat einen großen Einfluss auf die Grenze gehabt. Mexiko hat einen großen Einfluss gehabt. Sie waren wirklich nett zu uns. Sie haben 27.000 Soldaten an unsere Südgrenze, die uns vor den Menschen schützt, die von vielen Orten kommen, gesendet. Keine Fremde mehr, die illegal in unser Land kommen, aus Honduras, Guatemala, El Salvador. Wir haben die stärksten Grenzen, die wir je hatten. Und nichts kommt über diese Mauer. Diese Mauer wurde gebaut, um zu überdauern. Wissen Sie, als wir die Mauer gebaut haben, ging ich zur Grenzpatrouille. Grenzpatrouille. Eis. Das sind unglaubliche Leute. Ich ging zu ihnen und fragte sie, was für eine Mauer wollen Sie haben? Wollen Sie eine schöne, solide Betonmauer, die sich ganz schnell hochziehen kann? Nein, Sir, wir brauchen eine gewisse Transparenz.
Netz. Sie wollen durchsichtig sein und idealerweise wollen wir Stahl, Sir. Aber wir wollen auch Beton. Wir wollen Außenstahl, Innenbeton. Und dann, Sir, wenn Sie schwere Bewehrungsstäbe einsetzen könnten, wäre das toll. Ich sagte, ja, das wird langsam ein bisschen zu viel. Aber wir haben Ihnen alles gegeben, was Sie wollten. Und die Platte obendrauf, das ist eine Antikletterplatte für diejenigen, die klettern wollen. Das macht das Klettern sehr schwierig. Zuerst habe ich gedacht, die Platte mag ich da oben nicht, die soll weg. Sie sagten, aber das ist eine Antikletterplatte. Ich dachte, ich könnte die Dollar sparen, aber wir haben kein Geld gespart. Wir haben es zu einem guten Preis allerdings bekommen. Ende des Jahres wird sie fast fertig sein, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Wir werden über 500 Meilen zurücklegen. Das ist eine Menge Mauer und sie ist eine ungeheure Wirkung. Wo immer die Mauer gebaut wird, kommen die Menschen nicht durch. Sie können nicht durchkommen. Die Opfer der radikalen Antipolizeipolitik sind also Millionen unschuldiger Amerikaner jeder Rasse, Hautfarbe und Herkunft, darunter zahllose hispanische Amerikaner, die unsere Gesetze befolgen, unser Land lieben, unsere Gemeinschaft und unsere Sicherheit für sich selbst und für ihre Familie bieten wollen. Und ich sage Ihnen was, die Hispanoamerikaner verstehen die Grenze besser als jeder andere. Ich glaube, dass ich selbst zu einem Experten geworden bin. Sie wollen, dass großartige Menschen ins Land kommen. Sie sind die besseren Experten. Und sie wollen nicht, dass diese Menschen ihre Arbeit und ihre Häuser und ihren Wohlstand wegnehmen. Aber wir hatten eine großartige Beziehung. Haben wir hier irgendwelche Kubaner? Letztes Mal wurde mir der Schweinebuchtpreis verliehen. Das war also eine große Sache, der Schweinebuchtpreis. Wir kommen gut mit den Venezolanern zurecht. Wir kommen gut mit den Venezolanern und den Kubanern zurecht. Joe Biden und die unverschämte Kampagne der radikalen Linken gegen die Strafverfolgung ist das größte Gewaltverbrechen, das in der letzten Zeit in den von Demokraten regierten Städten im ganzen Land passiert. Wenn Sie eine der Demokraten regierte Städte haben, haben Sie eine Stadt mit Problemen. Wenn Joe Biden zum Präsidenten gewählt wird, werden Chaos und Blutvergießen auf allen Gemeinden in unser Land übergreifen. Sie werden überall ein Portland haben. Sehen Sie sich Portland an. Es ist wie fast vor 100 Jahren. Aber ich sage Ihnen, die Homeland Security war unglaublich. Vor ein paar Tagen schickten wir sie zum Schutz des Gerichtsgebäudes. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Diese Kundgebung oder diese Unruhen sind Terroristen, Anarchisten. Wir wollen sie nicht. Sie dauern nun schon 64 Tage an. Vor 7 Tagen schickten wir dort Leute hin. Sie schützten das Gerichtsgebäude. Und jetzt haben wir in einer sehr kurzen Zeitspanne aufgeräumt. Gestern haben sie tatsächlich damit begonnen, die Städte zu säubern. Diese Leute, ich würde gerne einen schlimmen Begriff benutzen, aber das tue ich nicht. Das sind Nachrichten, ein paar gute Nachrichten, allerdings meist auch schlechte. Wir haben aufgeräumt und sie haben letzte Nacht den Park geleert. Wissen Sie, wir haben uns selbst eingeladen. Aber wenn sie nicht selbst für Ordnung sorgen, schicken wir eben unsere Leute rein. Wir kümmern uns in etwa 2 Stunden darum und dann ist alles klar. Es wird sehr schnell gehen. Ich möchte der Homeland Security danken, weil sie das Gerichtsgebäude geschützt haben. Als ich dort ankam, waren zwar schon alles voll mit Graffiti und sie wollten es in die Luft jagen und abreißen. In Joe Bidens Amerika werden sie und ihre Familie niemals sicher sein. Randalierer und Kriminelle werden voll geschützt sein. Gesetzestreue Bürger werden völlig entwaffnet und amerikanische Familien werden der Gnade der gewalttätigen linken Pöbel ausgeliefert sein, den sie im Fernsehen gesehen haben. Es wird keine Sicherheit, keinen Schutz, keinen Frieden, keine Gerechtigkeit geben. Niemand, der sie beschützen und niemand, der den American Way of Life verteidigen wird. Leute wie die, die hinter mir stehen, sie sind die Besten, die wir haben. Ich meine das ernst. Unter meiner Regierung verfolgen wir einen anderen Ansatz. Als Präsident, sie sind die Besten, die wir haben. Als Präsident werde ich immer hinter den unglaublichen Männern und Frauen der Staatsverfolgung stehen. Und das bedeutet übrigens, dass sie unglaubliche Ersthelfer sind, ihre unglaublichen Feuerwehrleute und Gruppen von Menschen, die in den Krankenwagen arbeiten und die Ärzte und Krankenschwestern, die so tapfer sind. Wir danken ihnen allen. Wir stehen alle hinter ihnen.
Bei meinem Amtsantritt beendete ich den Kreuzzug der Regierung, der unsere Sheriffs, unsere Polizisten und Helden der Strafverfolgung im ganzen Land zum Krüppel machte. Ich habe überschüssiges militärisches Gerät im Wert von 716 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um die Polizei bei der Ausübung ihrer Pflicht zu schützen. Haben Sie etwas davon erhalten? Ziemlich viel, nicht wahr? Sie wollten es nicht, weil die Polizei dadurch zu stark aussehe, sagten sie. Ich sagte, was soll das alles helfen? Es sind die Lastwagen und die schweren Panzer zur Verteidigung, die in Lagerhäusern in den ganzen Vereinigten Staaten Staub ansammelten. Alles wurde älter und älter und einiges davon war nagelneu. Aber es würde einfach immer älter werden und eines der ersten Dinge, die ich tat, war, sie im ganzen Land zu verteilen, zu unseren Polizeirevieren zu bringen. Eine Menge Ausrüstung im Wert von fast 1 Milliarde Dollar. Throughout the land, throughout the United States, distribute it and get it to our police departments, and we had a lot of equipment distributed, close to $1 billion. Wir schickten hunderte von Bundesvollzugsbeamten an Orte wie Chicago, um ihnen zu helfen. In den letzten Wochen wurden dort hunderte von Menschen erschossen. Ich will Ihnen keine genaue Zahl sagen. Es ist eine Schande, viel zu viele Tote, einschließlich kleiner Kinder, die angeblich aus Versehen getötet wurden. Sie werden entweder die Kurve kriegen und aufräumen, oder wir werden es eben für sie tun müssen. Far too many people killed, including young children, who were supposedly by accident, probably were by accident, stray bullets. And they'll either get their act straightened out, cleaned up, or we're going to clean it up for them, and they know that. Ich verspreche jedem Gesetzeshüter hier in diesem Land, wenn ich wiedergewählt werde, werde ich jeden Tag für unsere Polizei kämpfen. Sie sind mutig. Sie sind stark und offen gesagt, ich weiß, dass sie nicht gut genug bezahlt werden. Ich werde mit dem republikanischen Kongress zusammenarbeiten, wo wir große Unterstützung und große Rückendeckung für die Strafverfolgungsbehörden haben, um den linksextremen lokalen Staatsanwälten und den von Demokraten regierten Städten entgegenzutreten, die sich weigern, Verbrechen, ja sogar Mord zu verfolgen. Das tue ich sowieso. Ich kämpfe für die Polizei. Die Demokraten reden über kleine Geldbeträge im Verhältnis zu der Art von Horror, der passieren kann. Diese Leute sind großartig und sie leisten eine phänomenale Arbeit. To confront the far-left local prosecutors in Democratic-run cities who are refusing to prosecute crimes, even murder. And when they do, they let people out almost instantly. It's incredible. Es ist unglaublich. Sie würden es nicht glauben, dass das alles passiert. Sie haben Mörder in Philadelphia. Schauen Sie sich Ihre Chefankläger in Philadelphia an, was in dieser Stadt passiert, wo Menschen, die getötet haben, automatisch schnell und wieder rauskommen oder gar nicht erst ins Gefängnis gehen. Mörder. Sie werden die fanatische Antipolizei-Ideologie der radikalen sozialistischen Marxisten vertreiben. Und ich werde dafür kämpfen, dass Kriminelle, die unsere Polizisten ermorden, sofort und schnell einen fairen Prozess bekommen, um die Todesstrafe zu erhalten. Gemeinsam werden wir für ihre Sicherheit der amerikanischen Familien sorgen. Wir werden alle amerikanischen Gemeinden sicher machen und wir werden Amerika wieder großartig machen. Das haben Sie schon mal gehört, nicht wahr? Und es wird wieder geschehen. Und wir waren ja bereits am Ziel, bis das Virus zu uns kam. Und wir werden bald wieder dort sein. Ich möchte nun Sheriff Wayne Ivey aus Brevard County bitten, ein paar Worte zu sagen. Gefolgt von Chris Noko aus Pasco County, dem Sheriff von Pasco County. Möchten Sie ein paar Wörter sagen, bitte? County Sheriff Chris Noko, two fantastic people. Maybe you'll say a couple of words, please. Herr Präsident, ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns sind. Ich bin Brevard County Sheriff Wayne Ivey und ich bin sehr stolz darauf, heute zusammen mit den anderen Sheriffs aus dem gesamten Bundesstaat Florida Präsident Donald J. Trump zu unterstützen. Es darf kein Zweifel daran bestehen, dass Präsident Trump versteht, dass die Regierung einzig und allein dafür verantwortlich ist, ihre Bürger zu schützen.
Aus diesem Grund unterstütze ich und Tausende von Gesetzeshütern in unserer Nation Präsident Trump, denn er versteht, dass Amerikas Sheriffs und Gesetzeshüter die erste und letzte Verteidigungslinie für unsere Bürger und verfassungsmäßigen Rechte sind. Ich bin seit über 40 Jahren Strafverfolgungsbeamter und ich habe noch nie eine Zeit mit solchen Herausforderungen erlebt, wie wir sie heute vorfinden. Eine Zeit, in der es plötzlich diejenigen gibt, die vorschlagen, die Polizei abzuschaffen, bei der Kriminalität nachsichtig zu sein und noch schlimmer, dass es in Ordnung ist, Gewalttaten und Plünderungen zu begehen und sich gegen das Recht und Ordnung zu stellen. Jetzt braucht Amerika wie nie zuvor einen Präsidenten, der unsere Strafverfolgungsbeamten zur Seite steht und der sich unerschütterlich für den Schutz dessen einsetzt, unsere Bürger und unsere Polizisten und unsere Verfassung zu schützen. Donald Trump ist der Meinung und jeder von uns auf dieser Bühne weiß, wie wichtig es ist, dass das Weiße Haus ihn weiterhin unterstützt und dafür sorgt, dass Amerikas Strafverfolgungsbeamte weiterhin die Ressourcen, die Instrumente und die Unterstützung darüber verfügen, die notwendig sind, um die Arbeit zu erledigen. Wir brauchen einen Präsidenten, der sich weiterhin unerschütterlich für unsere Rechte einsetzt, der sich weiterhin für uns stark macht. Wir brauchen jemanden, der weiterhin sagt, dass man ins Gefängnis kommt, wenn man das Gesetz bricht. Und wir brauchen einen Präsidenten, der Nicht-Kriminelle umarmt oder die Polizisten die Schuld geben will, sondern einer, der die Arbeit tut und der böse Menschen ins Gefängnis steckt. Jetzt brauchen wir mehr denn je einen Präsidenten, der den Wahnsinn derjenigen ignoriert, die vorschlagen, die Polizei abzuschaffen. Und einen Präsidenten, der an der Seite mutiger Männer und Frauen steht, die jeden Tag ihr Leben aufs Spiel setzen, um unsere Bürger, Häuser, Unternehmen und Lebensweise zu schützen. Donald Trump ist der Präsident und das brauchen wir, ist absolute Gewissheit, dass wir ihn in Washington D.C. behalten. Donald Trump ist ein Präsident, der diejenigen ehrt, die heldenhaft am Tor stehen und das Böse bekämpfen. Es gibt nur einen Kandidaten, der ehrlich sagen kann, dass sie für Recht und Ordnung stehen. Nur einen Kandidaten, der bereit ist zu sagen, dass unsere Polizisten, unsere Beschützer es sind, dass es jetzt an der Zeit ist, sie zu schützen. Meiner Ansicht nach gibt es nur einen Kandidaten für 2020, der überhaupt versteht, was Recht und Ordnung ist. Und deshalb stehen wir heute hier, um sie zu unterstützen. Wir brauchen Sie, Herr Trump, in Washington für unseren Schutz für unsere Bürger und unsere Verfassung. Donald Trump ist jemand, Herr Präsident, wir stehen hinter Ihnen voller Stolz und zum Schutz unseres Landes und wir danken Ihnen, denn Sie wissen wirklich, was es heißt, die Verfassung, die Bürger und seine Polizisten zu unterstützen, unerschütterlich. Und wir wollen Seite an Seite mit Ihnen stehen, Sir. Wir wollen Sie weiterhin unterstützen. Wir stehen hier alle gemeinsam mit Ihnen und genauso viele andere in unserer großartigen Nation. Wie geht es Tampa Bay? Wen werden wir ins Amt wählen? Das ist richtig. Wir werden ihn wieder ins Amt bringen. 4 weitere Jahre. Wir brauchen ihn. Ich danke Ihnen. Und Senator Rick Scott, er ist da oben in Washington, D.C., er arbeitet sehr hart, sehr, sehr hart für uns. Vielen Dank, Senator, vielen Dank. Herr Präsident, wenn Sie das nächste Mal kommen, werden wir stattdessen eine Bootsparade veranstalten. Was halten Sie davon? Das ist gut, das ist sehr viel besser, das ist sehr viel besser, super. Meine wunderschöne Frau Bridget hat das vorgeschlagen. Ich bin sehr stolz darauf, hier heute mit meinen Kollegen zu stehen und unseren Präsidenten Donald Trump bei seiner Wiederwahl zu unterstützen. Wie er beten wir für alle, die diesen Hurricane überstehen. Ich auch bin sehr stolz, dass Präsident Trump zu diesen loyalen, mutigen und starken Polizisten steht. Zu diesen Männern und Frauen, die da draußen versuchen, Friedensstifter zu sein. Denn gerade jetzt leiden wir. Unsere Familie leidet. Aber er ist derjenige, der da oben steht und uns alle beschützt. Und ich möchte Ihnen sehr danken. Ich werde auch darauf eingehen, dass Präsident Trump für uns getan hat. Er versteht das Gesundheitsproblem der psychischen Gesundheit und des Drogenmissbrauchs, mit dem wir es hier zu tun haben. In der Strafverfolgung ist es zu einem Thema geworden, mit dem wir uns beschäftigen. Aber es ist eine Frage der Gesundheitsfürsorge. Besonders in Florida werden wir uns damit befassen müssen. Und er hat sich während seiner Präsidentschaft dafür eingesetzt, diesen Menschen zu helfen, die unter Drogenproblemen und psychischer Gesundheitsproblemen leiden. Während seiner ersten Amtszeit hat er sich sehr dafür eingesetzt.
Präsident Trump versteht, dass gute Menschen nicht von alleine süchtig werden, sondern weil sie sich zu Opioiden geführt werden und das zu einer Abhängigkeit führt, der sie an den Rand drängt. Er hat die Hand ausgestreckt, um ihnen zu helfen. Das sind Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben. Und wenn man die Parole "die Polizei abschaffen" hört, dann belastet das die Menschen mit psychischer Gesundheit und Drogenmissbrauch, die nämlich die Hilfe brauchen. Präsident Trump hat diese Notlage nicht ignoriert. Er half ihnen und ihren Familien. Er hielt auch den ersten Gipfel am Weißen Haus zur psychischen Gesundheit ab. Er kämpfte für mehr Geld, um diejenigen zu unterstützen, die diese Hilfe brauchen. Die Fragen der Gesundheitsfürsorge, mit denen wir uns in der Gemeinde befassen, sind für die Strafverfolgungsbehörden überwältigend. Präsident Trump ist da draußen und unterstützt uns, weil er versteht, dass es nicht nur um Statistiken geht, die durch Opioide getötet werden. Das sind unsere Enkelkinder, unsere Söhne, unsere Töchter, unsere Brüder, unsere Schwestern und unsere Freunde. Das sind Menschen, die ihre Hilfe brauchen. Der Präsident ist derjenige, der ihnen hilft. Er hilft uns auch, ihnen zu helfen. Präsident Trump war der Führer, der seine Hand an so viele verschiedene Gemeinschaften gereicht hat. Er ist derjenige, der die Hand ausstreckt, ihnen die Hand reicht und sie wieder auf die Beine bringt. Das sind die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Es ist die Person, die ein Abhängigkeitsproblem hat und Hilfe sucht. Wir müssen diesen Personen helfen. Das sind die Menschen, die keine Stimme haben. Präsident Trump gibt ihnen eine Stimme. Und ich bin sehr dankbar, mit ihm hier heute da zu sein, denn das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Ich bin sehr stolz, einen Präsidenten zu haben, der ihnen eine helfende Hand reicht. Und das ist etwas, das in unserer Gesellschaft leider verloren gegangen ist, nämlich ein großes Herz zu haben. Möge Gott unseren Präsidenten segnen und möge Gott unser Land segnen. Danke, Chris. Also, danke, Chris, Wayne, und vielen Dank. Es ist wirklich unglaublich. Ich wollte in diesem wunderschönen Flugzeug die Treppe herunterkommen. Ich wollte ihnen die Hand schütteln, sie umarmen und sie küssen. Aber das werde ich vielleicht erst in 90 Tagen oder so tun können. Wir werden aber zurückkommen. Wir möchten Ihnen allen sehr dankbar danken. Das sind wirklich unglaubliche Menschen hier, die hinter mir stützen. Gesetzeshüter im ganzen Land. Vielen ist es nicht mehr erlaubt, ihre Arbeit zu tun. Das sind die Orte, an denen es Probleme gibt. Aber wir kehren das wieder um. Ich werde immer bei diesen großartigen Menschen sein. Ich werde sie nie im Stich lassen und ich werde immer bei den Menschen in Florida sein. Das ist ein besonderer Staat, ein sehr wichtiger Staat für mich und ich werde weitermachen. Die Umfragen steigen an. Wir hatten einen leichten Wahlkampf und dann wurden wir vom China-Virus getroffen. Und China hätte nicht glücklicher sein können, um ehrlich zu sein, denn sie sagten, gut, vielleicht können wir diesen Kerl nun endlich loswerden. Das wäre gut. Wir wollen nicht, dass er Präsident wird. Wir mögen den anderen sehr gerne. Lassen Sie ihn etwas sagen. Wenn Sie es mit beiden zu tun hätten, würde dieses Land so bereits China gehören. Es würde sehr schnell gehen und es würde nicht lange dauern. Aber so läuft es bei mir nicht. Wir gehen einen anderen Weg. Wir gehen in eine andere Richtung, deshalb möchte ich Ihnen allen sehr danken. Seien Sie heute Abend ein bisschen vorsichtig, es soll ein ziemlich starker Sturm sein. Ich weiß nicht, ob es ein Hurricane sein wird oder nicht, aber Sie kennen sich ja mit Hurricanes und Stürmen sehr, sehr gut aus und wahrscheinlich besser als jeder andere auf der Welt. Ich mache mir also nicht so viele Sorgen, aber wir werden für Sie da sein. Die Erklärungen sind schon unterschrieben, bevor sie überhaupt getroffen werden. Und ich möchte noch einmal Florida danken und ich möchte den Strafverfolgungsbehörden danken. Unglaubliche Menschen, ich danke Ihnen allen.